Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Pokémon Challenge. Ja, folgende Sache: Schaffen wir Pokémon Blau mit Hilfe eines einzigen Vulpix? Ja, um diese Frage zu klären, mache ich heute diese Challenge. Folgendermaßen läuft sie ab: Ich darf in Kämpfen keine Items benutzen. Ich darf in Kämpfen nur Vulpix benutzen. Das kann hier und da mal passieren, dass ich doch noch ein anderes Pokémon dabei habe, aber das greift nicht aktiv an, beziehungsweise sowieso irrelevant, weil es sofort besiegt wird. Und die Challenge ist bestanden, wenn ich den Champ, sprich unseren Rivalen, besiegt habe. Dann habe ich es geschafft. So, während ihr im Hintergrund seht, wie ich gerade am Trainieren bin, ja, spreche ich ein bisschen. Ja, Vulpix ist eigentlich ganz cool. Das war eigentlich eher ein Random ausgewählt von mir. Ich wollte eigentlich nur ausprobieren, ob das funktioniert so, dass ich Vulpix schon so früh bekomme, beziehungsweise als Starter auswählen kann. Beziehungsweise, ja. Und das hat halt gut geklappt, deswegen ab zum ersten, beziehungsweise zum zweiten Rivalenkampf. Hier hat unser Rivale nur zwei Pokémon, ich sag mal Starter, ey. Wir ertaubt sie, kein Problem, und Shigi wird verbrannt durch das zweite Mal Glut und ist nach 4 Gluts insgesamt down. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ein bisschen Sorge habe ich trotzdem vor Rocco, deswegen ab in seiner Arena. Zuvor aber natürlich erstmal gegen den Trainer kämpfen, aber der ist mit dreimal Glutz insgesamt kein Problem mehr. Ich war mir jetzt nicht sicher gewesen, deswegen nochmal zurück zum Pokémon Center, da ich jetzt nicht wusste, wie der Kampf ablaufen wird. Vor Rocco hatte ich eigentlich nicht so starke Angst, weil mit Glumanda habe ich auch schon öfters gegen ihn gekämpft und da waren eigentlich so ziemlich die gleichen Chancen. Ja, es zieht einigermaßen Glut, das freute mich natürlich, und das Rennen war auch nicht schlecht gewesen. Durch den Hyperheiler wurde es dann wieder weg. Und dann kam Onyx. Onyx hat mehrmals Geduld eingesetzt. Und da war ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob Geduld trifft, wenn ich Glut weiter einsetzen. Deswegen habe ich dann einfach vorsichtshalber gesagt, ach komm, ich setze weiter Glut ein. Somit war Rocco nach langem Kampf kein Problem mehr. Und wir haben unseren ersten Orden bekommen. Sehr geil. Aber die nächste Misty wird härter werden, auf jeden Fall. Tja, angekommen im Mondberg, wollte ich euch unbedingt diesen Rocket-Kampf noch zeigen, nachdem ich 1000 Encounters hier bekommen habe von Zubats und Kleinstein und Paras. Klar, hätte nur noch gefehlt, dass Pipi kommt. Ja, Radikal sollte eigentlich kein Problem sein. Hyperzahn hat sich die Hälfte gezogen, zwei Ruckzuck-Sieps haben dann Feierabend gemacht. Tja, somit war ich down. Das Paras hatte ich gefangen, weil das für Zerschneider da war. Tja, erneute Revanche. Glück gehabt, dass er auf Routenschlag gegangen ist. Und somit konnte ich den Kampf für mich entscheiden. So, Paras lege ich dann ab, weil wir zu unserem dritten Rivalenkampf kommen. Der sollte ein bisschen schwerer werden. Aber ich war guten Gewissens reingegangen. Gegen Tauburger machte Windstoß und der sein Wirbel traf nicht. Aber, ja, braucht man nicht zu sagen, der konnte nichts. Radfratz war auch One-Hit durch den Volltreffer. Und bei Shigi hatte ich ein bisschen Angst wegen Aquaknarre. Hat auch ordentlich Damage gemacht, aber Gott sei Dank ging er dann auf Tackle und Rutenschlag und noch einen Rutenschlag. Somit konnte ich mit Ruckzuck-Hieb beenden. Tja, danach wollte ich weiter zu Bill gehen, um mir das Bootsticket zu holen. Dann habe ich mir noch die TM28 oder so Schaufler geholt. Diese habe ich dann Vulpix beigebracht, vielleicht so als Alternative für Misty oder auch dem Elektro-Arena-Leiter. Oder halt für spätere Kämpfe auch noch. Hier gegen das Madball gekämpft, eigentlich easy. Schlafpuder, und dann habe ich einfach nicht mehr aufgewacht. Und er konnte mich dann easy mit Konfusion zerstören. Bitter. Na gut, dann dachte ich so, ach komm, kannst auch mal gegen Misty antreten, und hier sind wir. Tja, ich habe es mit Schaufler versucht, hat auch ordentlich Damage gemacht, das freute mich, mit Ruckzuck habe ich es dann beendet, aber der Blubstreu von Starmie hat mich fast komplett ausgenockt, und ja, ein zweiter war dann Fail.
Tja, kam ich nicht drum rum, deswegen Rivalenkampf auf der MSN. Hier ging das Tauboga. Ein Konfu-Streu habe ich vorsichtshalber eingesetzt. Hat auch funktioniert. Gegen Radikal habe ich es nochmal gemacht, weil ich Angst vor seinem Hyperzahn hatte. Kadabra hat Teleport eingesetzt, somit ja, nichts Erwähnenswertes. Und auf Level 35 habe ich Flammenwurf gelernt. Somit eigentlich die letzte gute Attacke, weil auf 42 oder 41 hat er noch Flammenwirbel gelernt, aber das half uns nichts. Ja, gegen Shillock war das dann sehr gut. Haben dadurch dann gewonnen. Tja, den Rücken vom Kapitän noch geschrubbt, damit wir Zerschneider bekommen. Das haben wir dann anschließend unseren Paras beigebracht. Tja, blöd, dass ich vergessen hatte, dass wir Mistys Orden brauchen, um Zerschneider anwenden zu können. Somit ging es erstmal zurück nach Azuria City. Aber zuvor erstmal noch checken, weil Vulpix soll Bodyslam noch lernen als kleine zweite Alternative für Schaufler. Dafür habe ich Ruckzuckhieb weggelernt oder vergessen, heißt es ja hier. Tja, Erholung ist das nächste, das brauchen wir nicht. Und dann haben wir kurz geguckt. So, Misty, jetzt wollen wir den zweiten Orden unbedingt haben. Sind aber auch doppelt so hoch. Bodyslam, Volltreffer, down. Tja, was soll ich dazu sagen? Wir waren zu stark. Zwei Bodyslams, Dami down und somit der Quelleorden ist unsers. Ab nach Major Bob. Hier habe ich noch gegen den Pikachu-Typen gekämpft. Genau. Und um euch zu zeigen, wie verzweifelt ich dieses Schalterrätsel. Also ich bin überhaupt nicht gut in das Ding. Auf jeden Fall nicht. Und ja. Wollte auch nicht. Da taucht es auf. Glücklicherweise noch einmal und daneben war dann das zweite Schloss. Also ab gegen Major Bob. Sollte eigentlich gar kein Problem sein, weil wir einfach zu stark sind. Flammenwurf, Flammenwurf und nochmal Flammenwurf. Und somit haben wir drei Orden. Weiter geht's dann nach Prismania City. Nachdem ich beim Pokémon Center war. Ganz wichtig. Aber euch habe ich hier das auch noch gezeigt, wie ich dann ein bisschen am Trainieren bin, deswegen ein bisschen am Labern. Ja, ich werde weitere Pokémon-Challenges anstreben. Hier vorzugsweise erstmal in der ersten Generation, weil es eigentlich ziemlich viele coole, interessante Pokémon gibt, die ja eigentlich noch nicht so wirklich eine Challenge drin haben. Ich versuche natürlich mein Möglichstes zu machen. Es kann aber auch sein, dass ich in Zukunft Challenges mache, die für mich zu schwer sind oder vielleicht doch unmöglich sind, wobei es gibt eigentlich nicht wirklich unmögliche Challenges, aber jeder spielt halt anders. Ja, wahrscheinlich hätte der ein oder andere hier mit Vulpix vielleicht mehr rausgeholt, als ich es getan habe, denn ich kann schon mal vorwegnehmen, einige Fails kommen hier auf jeden Fall noch, besonders gegen Ende. Ansonsten hier waren die Trainer da natürlich kein Problem mehr. Ich meine, wir waren Level 37, was sollen wir da noch machen? Und ja. Also die kommen Unregelmäßigkeiten, die Challenges. Ich versuche natürlich weiterhin meine Videos dann pro Tag, zwei Videos zu kommen. Und die Challenges kommen dann halt so als Special oder so, wenn ich gerade mal Zeit dafür habe. Denn auch diese Challenge hat schon ein bisschen was gedauert und natürlich das Bearbeiten etc. Ist dann natürlich auch ein bisschen was. Genau. So, deswegen habe ich hier die kleine Stelle gelassen, damit wir ein bisschen quasseln können. Und gleich kommt noch ein Fail, der schon bitter war. Ja. Das kann ich sagen. Also, wie gesagt, Vulpix war ganz zufällig. Ich wollte nur ausprobieren, ob das irgendwie klappte und dann habe ich gesagt, ach komm, machst du als erste Challenge mit Vulpix, weil war schon da gewesen. Ich hätte es dann wahrscheinlich so oder so später mal auch genommen und somit dachte ich mir, kann es auch jetzt mit nehmen. Ich war auch am überlegen, ob ich eventuell auch die Weiterentwicklungen spielen sollte mal. Ob diese irgendwie einfacher sind, weil mich würde es ziemlich stark interessieren, ob es einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel mit Volnona hier als Beispiel schneller durchkäme oder halt ein nicht so hohes Level wie jetzt bei Vulpix kommen wird. Genau.
Würde mich mal interessieren, könnt ihr mir natürlich unten in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon haltet. Also ich hätte Bock, auf jeden Fall. Deswegen. Tja, sind hier sind die Encounters. Ich werde dann fürs nächste Mal mir mit Schutz und Topschutz Vorräte holen, damit diese Encounters nicht kommen, weil jetzt benutze ich die eh nicht zum Trainieren. Und ja. Zur Info, ich habe mit einer höheren Geschwindigkeit gespielt, damit ich halt durch die Trainerkämpfe ganz gut durchkomme. Es wird dann bei den Arena-Kämpfen und Rivalenkämpfen leider auch der Fall sein. Ich werde dann vielleicht fürs nächste Mal ein bisschen langsamer machen oder so. Besonders gegen Ende habe ich das dann wegen Try and Error dann höher gemacht. So, das war die besagte Stelle. Die war sehr bitter. Zack. Schaufler hat nicht erledigt und er hat mich mit dem Finale gefinisht. Der Kampf war trotzdem gewonnen, weil ich hatte noch ein Paras dabei. Tja, das war bitter. So, ab in die Rocket-Versteck. Da habe ich dann ein bisschen gegen die Rockets gekämpft, trainiert, wie man es halt kennt. Ich glaube, hier habe ich auch nochmal gegen irgendeinen verloren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ist ein paar Stunden her, nachdem ich das gespielt habe. Aber ansonsten muss ich sagen, ich war von Vulpix eigentlich beeindruckt. Ich meine, das Attackenset war nicht schlecht gewesen. Potenziell gefährlich waren natürlich Wasser-Pokémon. Gegen Gestein hatte ich eigentlich immer ganz gut was dabei. Und Boden-Pokémon konnte ich halt mit Flammenwurf klatschen, wenn ich es wollte. Deswegen war eigentlich ganz praktisch. Ansonsten hat es mich halt sehr oft geärgert, dass bei einigen Kämpfen ich einfach nicht genug Damage gemacht habe. Dadurch habe ich halt unnötig oft verloren, obwohl es eigentlich nicht notwendig war. Tja, dieses Rätsel, beziehungsweise ist eigentlich relativ einfach, aber ich habe mich trotzdem irgendwie hin und her geschleudert dadurch. War dann mehr eine Aufgabe und Qual, als es sein sollte. So, den Liftöffner uns noch krallen, damit wir zu Giovanni kommen. Für die nächsten Videos werde ich das dann sowas mal rausschneiden. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Challenge mache. Ansonsten ist das bei mir eher wenig der Fall. Ich wollte es mal ausprobieren, weil ich gucke mir sowas persönlich bzw. privat auch sehr gerne an. Habe hier jetzt noch vor dem Fliegen geholt. Genau. Nur zur Info. Genau, hier habe ich mir dann schon mal die Getränke geholt, damit ich dann auch nach Saffronia City kann. Hier habe ich dann, glaube ich, noch den Nugget verkauft. Es sind so ein paar Sachen, die vielleicht nicht unbedingt rein müssen. Deswegen, ich werde das dann nächstes Mal ein bisschen professioneller machen. Ich hoffe, ansonsten ist die Qualität so weit in Ordnung. Könnt mir natürlich Lob und Kritik schreiben. Und natürlich auch sagen, welches Pokémon ich als nächstes machen soll. Würde mich natürlich dann brennend interessieren, welche interessanten Challenges ihr so gedacht habt. So, dann endlich gegen Giovanni. Ja, sein Onix sollte kein Problem sein durch Schaufler. Das war so auch. Sein Rihorn war auch kein Problem. Kangama war auch kein Problem. Hier hatte ich so langsam, beziehungsweise auch im späteren Gedankengang, dass ich wahrscheinlich zu overlevelt bin. Tja. Aber ich habe trotzdem erstmal alle Trainer mitgenommen, die es gibt, weil ich Angst vor der Top 4 hatte, weil die ja nicht gerade ohne war. Aber jetzt erstmal gegen Erika. Die sollte absolut kein Problem sein, weil wir Feuertyp sind. Und so war es dann halt auch. Flammenwurf hat alles geklärt. Somit haben wir den vierten Orden erhalten. Tja, Lavandia hatte ich vorher komplett übersprungen, deswegen hier der Rivalenkampf. Auch dieser sollte aufgrund meines hohen Levels kein Problem sein. Ja. Vielleicht nicht so ganz die schwierige Challenge, dachte ich so, deswegen war ich teilweise einfach viel zu overleveled.
ja. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das knapper mache, dann schreibt mir das fürs nächste Mal in die Kommentare. So, nächster Fight gegen den guten Koga. Hier hatte ich mit Schaufler so gut wie gar keine Probleme oder hatte gar keine Probleme. Slimer One-Hit, Smogon One-Hit, dieser hier ebenfalls. Und Smogmog hat sich nicht selber geklatscht. Normalerweise klatscht er sich immer selber. Aber mein Schaufler war zu stark. So, dann sind wir in der Sylph Co. gegen diesen Rocket angetreten und dann unseren nächsten Rivalenkampf, der ein bisschen schwieriger sein sollte. Weil sein Turtok schon komplett weiterentwickelt ist. Aber die bisherigen Pokémon alle relativ easy erledigt. Hier hätte ich vielleicht auf Body Slam gehen sollen. So, dann ging Turtok, ging auf Panzerschutz. Damit Schaufler versucht Damage zu machen. Er hat halt eine sehr starke Verteidigung. Das war halt relativ blöd, aber er hat Gott sei Dank nicht viel Schaden gemacht, somit easy win. Tja, weiter gegen Dragosso, den Rocket for Giovanni, der auch keine Probleme bereitet hat. Tja, hier wollte ich die AP sparen, damit ich nicht wieder zum Pokémon Center musste. Obwohl ich eigentlich nur einen Teleporter zurück musste und dann hätte ich die versteckte Schwester Joy hier finden können. Naja, ab gegen Giovanni das zweite Mal sollte auch kein Problem sein. Tja, man sieht's halt. Tja, hier hatte ich leider keinen Schaufler mehr, somit hatte ich noch eine kleine Schrecksekunde mit dem Body Slam. War Gott sei Dank. Haben wir ihn trotzdem easy besiegt. Den Meisterball habe ich mir jetzt nicht geholt, weil brauche ich nicht. Weil wir fangen uns eh keine Legendaries. Und somit ab nach Sabrina. Sie sollte auch keine Probleme bereiten. Vielleicht Simsala, aber eigentlich sind wir in so einem Level, dass wir auch hier einen One-Hit gibt. Kadabra kriegt einen One-Hit. Pantymos kriegt einen One-Hit. Omid kriegt ebenfalls einen One-Hit. Tja, und Simsala überlebt tatsächlich einen Body Slam unerwartet, aber der zweite reichte aus. Somit haben wir 6 Orden und weiter geht's zur Zinnoberinsel. Tja. Kurz nochmal die Stats nachschauen und dann ein bisschen quizzen. Weil ich mir dachte, ach komm, die Trainer kann ich mir mittlerweile sparen. Hier hatte ich wirklich viele Trainer ausgelassen. Hätte ich im Nachhinein vielleicht doch angehen sollen, somit hätte ich mehr Levels gehabt für wichtigere Kämpfe. Naja, man weiß alles erst nachher. Im Grunde hätte ich auch einfach die Kämpfe durchgehen können, als mich hier durchzugehen. Hier habe ich leider falsch beantwortet. Tja, ärgerlich. Habe ich mich verdrückt tatsächlich. Da wollte ich es zu hektisch haben. Tja, hier habe ich dann einfach weiter gegen ihn gekämpft, aber hey, da war ein kleiner Schnitzer drin gewesen. Naja, egal. Gegen den guten Pyro. Pyro, Tsukano down, Punita fast down, jetzt down. Galoppa konnte gegen 2 Bodyslam nichts ausrichten. Akani war sehr tanky. Somit bin ich dann auf Kung Fu Strahl gegangen. Gott sei Dank hat er sich 2-mal getroffen und dann konnte ich es mit einem Bodyslam beenden. Ja, Feuersturm ist eine coole Attacke. Tja, aber weil ich in diesem Run so oft Flammenwurf eingesetzt habe und die Attacke ging einfach so oft daneben, was mich auch sehr stark bewundert hat. Naja, auf jeden Fall ab zum 8. Orden. Hier hatte ich ein mulmiges Gefühl einfach nur. Wobei hätte ich hier Pokémon Gelb gespielt, hätte ich Ängste bekommen müssen. Einfach aufgrund von Erdbeben. Hier haben die meisten Gott sei Dank das nicht drauf und somit schauen wir mal, wie wir gegen den 8. antreten können. Tja, Rehorn fast down durch den Schaufler. Digdre durch den Flammenwurf komplett down. Nidoqueen hält einen Schaufler leider aus. Bei Nidoking war es nicht der Fall. Durch den Volltreffer Gott sei Dank und Rizeros hielt ebenfalls einen Schaufler aus und Geofusio hat Gott sei Dank nicht getroffen. Somit ist der 8. Orden unser und wir haben
die Berechtigung und Zulassung zur Pokémon-Liga. Tja, als nächstes geht's dann noch zum vorletzten Kampf unseres Rivalens, der hier tatsächlich ein Problem darstellte. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann hatte ich dann schon ein schlechtes Gefühl, was alles noch in der Pokémon-Liga passieren könnte. Aber sie selbst. Als erstes erstmal sein Tauboss, das hatte keine großen Probleme, hat leider aber viel Damage gemacht. Rihorn war auch nicht ein Problem gewesen, den Schaufler hat alles geklärt. Fukano war ebenfalls kein Problem, Owei ebenfalls nicht durch einen Flammenwurf halt. Simsala war auch kein Problem durch Paralyse, durch Body Slam und da haben wir unseren Endgegner, Turtok. Und er hat uns tatsächlich mit einer Hydro-Pumpe geklatscht. Tja, Revanche! Also alles nochmal, lief ein bisschen besser, weil uns Taubos nur einmal getroffen hatte. Tja, hier wollte Simsalor ein bisschen spielen, hat uns einen Psystrahl noch reingejagt. Somit sind wir schon wieder in einer bedrohlichen Lage. Panzerschutz setzt Zordok ein, verletzt sich selber. Noch einmal, noch ein Panzerschutz und dann kommt die Truppe runter. Mit einem Volltreffer finisht er uns. Drittes Mal versuchen! Muss ja irgendwann mal klappen, dachte ich mir. Und es lief jetzt noch besser als zuvor. Nur noch Simsala hat einen Volltreffer abbekommen und tja, nochmal auf Konfusstrahl gegangen, hab dann auf Schaufler gegangen. Hat sich Gott sei Dank selber geschlagen durch die Verwirrung. Also ich hatte hier sehr oft Pech, dass Verwirrung nicht oft genug getroffen hat oder sofort weggegangen ist oder ja, trotzdem angreifen konnte. Somit hatten wir trotzdem noch Glück, dass Paralyse auch noch geholfen hat und ab zur Top 4. Und hier kommt der Albtraum richtig in Fahrt. Lorelei, Yugong. Erstmal nicht schlecht, Damage hätte ein bisschen mehr sein können, 3 Body Slams und Paralyse. Und hier haben wir das Pokémon, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Tja. Damit waren wir down. Einmal Schnapper und viel zu oft getroffen. Tja, versuchen wir es nochmal. Ja. Also mit dem Austausch hatte ich überhaupt nicht gerechnet und der Schnapper war einfach zu heftig. Es hat sich Gott sei Dank hier selber getroffen, kam dann aber sofort wieder auf Schnapper und tja, ich war da drin gefangen. Somit wieder down. Tja, versuchten wir es noch einmal, weil aufgeben wollte ich unbedingt nicht. Und dachte so, das kann es nicht sein, ich bin 15 Level höher, wieso schaffe ich es nicht? Tja, der Heuler war nicht so gut gewesen, hat unseren Angriff stark dezimiert und somit hatte ich hier schon bei Yugong sehr starke Probleme gehabt. Durch zwei Volltreffer, Verzeihung, sah es sehr gut aus. Aber Austausch ist einfach nur gnadenlos und one-hitted uns richtig stark. Also der Schnapper war einfach eine Attacke, wo ich nicht mit gerechnet hatte und somit blieb mir nichts anderes übrig, als zu trainieren. Hier konnte ich dann den Eingang nicht mehr finden, weil ich zu schnell Geschwindigkeit dabei hatte. Auf Level 80 habe ich trainiert und hier war schon deutlich Unterschied zu sehen. Body Slam hat sehr viel gezogen. Austausch war immer noch ein Problem gewesen, aber hier hat er sich Gott sei Dank sehr oft selber getroffen. Somit hat er uns mit keinem einzigen mit zwei Schnapper, Entschuldigung. Ich dachte, wir hätten ihn down gekriegt. Tja. Und da hat er uns tatsächlich down gekriegt. Dann dachte ich so, das kann es nicht sein, deswegen trainiere ich noch nicht, sondern probiere es noch einmal. Yugong war nicht so ein Problem. Aber Austausch war wirklich mein Albtraum in diesem Kampf einfach. Tja, aber Gott sei Dank down und wir haben das erste Mal Lamus gesehen. Tja, Lamus war sehr tanky. Es war auch sehr interessant, dass Body Slam weniger gezogen hat als Flammenwurf. Tja, somit Rosana war kein Problem und Lapras hat uns mit einer Hydro-Pumpe erledigt. Somit 5 Level hoch trainiert und erneut probiert und Yugong war nach 2 Body Slam kein Problem gewesen. Ich habe hier noch einen Schaufler reingetan, hätte trotzdem eher auf Konfusstrahl gehen sollen, aber Konfusstrahl geht einfach viel zu schnell weg bei Austausch. Das war sehr, sehr hart.
Somit bin ich auf jedes Pokémon mit Konfusstrahl gegangen. Ja, Roshanna ist kein Problem und ja, bei Lapras war wieder Schluss. Tja, nochmal 5 Level trainiert. Waren wir diesmal auf 90, diesmal sollte es doch klappen. Kann doch nicht so schwer sein, dachte ich mir. Tja, Austausch mal wieder unser Albtraum, durch einen Volltreffer aber nicht mehr, Gott sei Dank. Lamus war kein Problem gewesen, Gott sei Dank. Und Roshanna ebenfalls nicht. Und Angstgegner Lapras war ebenfalls kein Problem, Gott sei Dank. Dankeschön, Verwirrung. Tja, erstmal speichern und ab gegen Bruno. Bruno war überraschend einfach gewesen. Tja, Schaufler überlebt das Onix tatsächlich. Aber Flammenwurf klärt alle, bis auf das zweite Onix. Somit war Bruno geschlagen. Tja, die nächste war Agathe und sie war überraschend einfach. Damit hatte ich nicht gerechnet. Tja, erstmal Wechsel zu Golbat, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und somit konnte Schaufler aber erstmal alle Pokémon bis auf Golbat finishen. Das war überraschend super und hat mich gefreut. Somit weiter zu Siegfried. Vorher nochmal speichern und nochmal abchecken, ob ich genug AP habe. Das war der Fall und somit habe ich es gegen Siegfried einfach mal probiert. Sein Gyarados war aber schon, hart. Hydro-Pump hat viel, viel Damage gemacht und durch den Slam vom Dragonier war auch schon scheiße. Und Aerodactyl hat es leider mit einem Hyperstrahl beendet. Somit Reset und noch einmal. Ja, aber leider kam wieder die Hydro-Pumpe durch. Wieder genauso viel Damage gemacht. Wieder ein Slam und ich dachte so, ja gut, wird wahrscheinlich wieder Fail sein. Tja. Und ich behielt recht. Ein Bodycheck hat es beendet. Tja, aber ich gab nicht auf. Noch einmal versucht. Das dritte Mal war das und tja, fing eigentlich genauso blöd wie die beiden vorigen Kämpfe schon an. Aber Slam hat hier weniger gezogen. Hat mich dann überrascht und das zweite Dragonier war auch kein Problem gewesen. Aerodactyl hat Superschall gemacht, aber Gott sei Dank nicht getroffen. Und gegen Dragoran hatte ich sehr viel Luck. Zweimal sich selber getroffen und mit Body Slam habe ich es gefinisht. Somit stehen wir doch tatsächlich vor dem Champ mit nur einem Vulpix. Schauen wir mal, wie es abläuft. Und ich muss sagen, es lief eigentlich genauso an wie der vorige Kampf, beziehungsweise der vorige Rivalenkampf. Alle anderen Pokémon waren kein Problem, aber sobald wir bei Turtok waren, tja, es wollte nicht. Irgendwas wollte nicht, dass wir diesen Kampf gewinnen, somit bin ich auf Konfusstrahl gegangen. Ich hatte leider nur noch ein AP auf Konfusstrahl. Ich habe ihn paralysiert, er war verwirrt, aber er hat zwei Hydro-Pumpen durchgekriegt und das war's. Sehr ärgerlich, kurz vorm Ziel so hart besiegt zu werden. Somit zweite Revanche. Und somit das gleiche Spiel noch einmal. Es lief sehr gut. Alle anderen Pokémon waren überhaupt kein Problem. Nur Turtok war der Angstgegner in Person. Also mit dem Wasser-Pokémon hatte ich hier in diesem Run wirklich meine Probleme gehabt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Fürs nächste Mal weiß ich's. Tja, der Konfusstrahl war wieder weg gewesen und zwei Hydro-Pumpen haben mich dann wieder down gesetzt. Somit der dritte Kampf und hier war der Lichtblick. Taubos kein Problem, Simsala ebenfalls nicht. Rizeros, zwei Schaufler und das Ding war gegessen. Akani ebenfalls durch den Schaufler down. Kokowai, Flammenwurf und Turtok kriegt einen Konfusstrahl ab, hat sich selber getroffen, Body Slam. Hat sehr guten Damage gemacht und durch einen Volltreffer haben wir doch tatsächlich gewonnen. Und somit haben wir es geschafft, auf Level 92 mit einem einzigen Vulpix die Pokémon-Liga zu schaffen und somit diese Challenge bestanden. Tja, abschließend kann ich sagen, die Challenge hat sehr viel Spaß gemacht. Hätte nur nicht erwartet, dass es am Ende so hart wird. Und somit, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Challenge viel Spaß gemacht und schreibt mir doch in die Kommentare, welches Pokémon es als nächstes machen soll. Und dann würde ich sagen, bis dann, haut raus und ciao.